Willkommen zum Intuitive Flow und wir fangen an in einem bequemen Sitzen. Schau, dass du unter deinem Gesäß eine Decke oder ein Sitzkissen hast, das dir erlaubt, deine Wirbelsäule wunderbar lang zu wachsen. Und zwar nach oben genauso wie nach oben. Deine Hände ruhen auf deinen Beinen, Handflächen nach oben oder aufgedreht. Und du nimmst die ersten langen Atemzüge ganz entspannt durch deine Vorder- wie auch die Rückseite und deine Flanken entlang tief in Rippenbogen, so dass du die ganze Körper spürst, aufschnaufen und durchschnaufen. Spür, wie du mit jedem Atemzug noch ein bisschen mehr ankommst, ganz bei dir, ganz in diesem Moment, und wie deine Gedanken mehr und mehr lassen weiterziehen, ohne dass sie in Fokus rückst, ohne dass du ihnen deine Beachtung schenkst. Spürst, wie du immer noch ein bisschen mehr dich auf den nächsten Atemzug kannst einlassen. Ganz langsam fangst dich ein bisschen anstrecken, mal ganz fein an deinen Kopf bewegen, deine Hände, vielleicht lässt du die Rücken mal ganz in die Länge ziehen, dann ein bisschen runden und ganz intuitiv entstehen Kreise durch deinen Oberkörper, wo mehr und mehr jetzt in die Kreise darf anfangen zu reinwachsen. Lass dich ganz nach vorne und über hinten wieder auf die Seite sinken. Deine Schultern und Arme kommen immer ein bisschen mehr Bewegung mit. Ganz fließend mit deiner Atmung zusammen. Lass die Bewegung stetig wachsen. So wie dir das jetzt wohltut. Roll die Schultern, roll die aus. Nimm deine Hände mit der Einatmung dann über deinen Kopf, streck dich ganz lang. Mit der Ausatmung nimmst du deine Hände vor dich auf Schulterhöhe, lass den Rücken rund. Mit der Einatmung ziehst du die Arme wieder hoch und streckst dich noch einmal lang, während dann deine linke Hand neben dich auf die Erde platzierst, deine rechte über deinen Kopf zu der Seite ziehst. Die rechte Gesäßhälfte schiebt tiefer Richtung Matte. Dein Kopf darf sich fein bewegen, Richtung Erde schauen, Richtung Hand rauf. Einen langen Atemzug, um dich mit der Einatmung wieder in die Länge strecken, beide Arme hochziehen und mit der Ausatmung deine rechte Hand landen, die linke über dich ziehen, das Brustbein noch etwas weiter aufrollen Richtung Himmel, den Kopf bewegen. Der Kiefer ist ganz weich, geschmeidig. Nimm deine Arme dann weit in Schulterhöhe und mit der Ausatmung bringst deine Handflächen vor dir zusammen. Mit der Einatmung ziehst du sie wieder über deinen Kopf, drehst die Handflächen auf und öffnest mit der Ausatmung die Hände hinter deinen Rücken, wo du sie ineinander reinbringst, das Brustbein nochmal weit anlöpfst. Und dann deinen Nacken mal sanft bewegst, könne ich vielleicht mal richtig die Brust führen. Lass es sinken. Löse mit der Einatmung die Hände zurück über die Seite. Mit der Ausatmung bringst du die Hände ganz bewusst vor dir zusammen, vor deiner Brust. Schieb die an die Handflächen ganz aktiv zueinander. Spür deine Mitte verwachen, deinen Bauch. Ganz bewusst löst dann die Hände die Intensität auch noch mal ein bisschen, sodass du nur die Fingerspitze aufeinander spürst und schieb sie noch einmal zusammen. Lass deine Mitte verwachen, schnuff rein. Und langsam löst dich da. Nimmst deine Knie im Moment an die Brust, machst ein kleines Päckchen, geniesst die Balance, bevor du die Füße wieder absetzt und dich in einen Vierfüßler lass durchsteigen. Dein Vierfüßler ankommen, find mit einer Einatmung einen Hohlrücken,
mit der Ausatmung einen runden Katzenbuckel. Schau, dass die Hände schön unter deinen Schultern platziert hast, die Knie unter den Hüften und auch hier ganz intuitiv, Gang mit der Atmung. Durch die Bewegung stell dir die Welle vor, die durch deine Wirbelsäule schickst und wie dich lösen kann. Und dann langsam, langsam setzt dich zurück auf deine aufgestellten Zehen und Fersen, rollst deine Handgelenke ein paar Mal aus, hast deine Hände auf und zu schnappen und bewegst die Fingerspitzen möglichst separat, sodass die Finger verwachen lässt, die Aktivität in den Unterarmen spürst. Vielleicht streckst du deine Arme auch mal aus mit dieser Bewegung, das Aktivieren, das Greifen von deinen Fingern. Bevor du die Hände dann auf die Erde absetzt, zurück unter die Schultern, die Aktivität behältst, die Hüfte hochziehst, in den ersten Hund, der nach oben schaut, und die Füße ganz genüsslich auslaufst. Knie lässt biegen, abwechslungsweise. Behalte die Kraft in deinen Armen, in deinen Händen, wenn das Gesäß hochzieht. Find zurück in deine Atmung. Ganz langsam, in einer grossen Bewegung, transferiere dein Gewicht über die Handflächen und schiebe dich zurück in dieser Welle, in die Hund, die nach oben schaut. Dann geht noch eine grosse Wellenbewegung, Knie biegen und zurück in die Hund, die nach oben schaut. Halte dein rechte Bein jetzt an, während deine Zehen zurückflexisch lässt, das Bein gestreckt langsam neben das linke sinken und wieder hochziehen. In der nächsten Ausatmung ziehst du dein Knie zu deinem rechten Ellenbogen vor und bewegst die innere grosse Bewegung wieder hoch in dreibeinig Hund. Ausatmung, das Bein sinkt und Einatmung wieder hoch. Mach das 2-3 Mal ganz in deinem Tempo. Pulsiere auf und ab. Schau, dass die Aktivität in den Händen behältst, während das Knie jetzt wieder vorne zum Ellenbogen ziehst und unter dein Brustbein, wo du wieder pulsierst, auf und ab. Spür die Bauchschaffe. Schau, dass die Schultern stabil behältst. Lass dein Bein neben das linke zurückziehen. Pulsiere auch hier ein paar Mal. Und lüpfe das Bein zurück hoch zum Himmel, bevor du den Schritt zwischen deine Hände nach vorne machst. Grosszügig. Vielleicht lass dir hier einen Augenblick, um die Stabilität zu finden. Das hintere Bein findet Länge. Deine Arme ziehen richtige Retour, die Handflächen zueinander, das Brustbein, lüpfst auch da wieder zum Himmel. Vielleicht biegst du das hintere Knie noch mal fein an, um noch mehr Länge wieder finden, wenn du es streckst. Deine Arme mit der Einatmung hochziehen, Richtung Himmel. Ellenbogen vielleicht biegen auf Schulterhöhe und ganz weit werden. Dann vor dir nach vorne greifen, ziehen, spreiz deine Finger einen Moment und setz den Hand auf die Erde ab, zurück in den Lunge. Mach dich dann einmal ganz lang und stark, schnuffe die Länge von Fersen bis zur Krone, wiegele die 2-3 Mal vor und zurück auf dem hinteren Fuß. Kiefer bleibt weich und vorsichtig machst den Schritt mit links neben rechts, sinkst in deine Vorbeuge mit einer langen Ausatmung. Löse deinen Kopf. Mit der Einatmung finde einen langen Rücken, die Hände stützen an den Scheinbeinen oder auf der Erde. Ausatmung, lass dich langsam lösen und mit der Einatmung aufstehen, Hände gegen den Himmel strecken, Fersen ziehen die Matte ein bisschen auseinander und nimm die Hände vor deine Mitte. Einatmung, lüpfe dich wieder in die Länge, Ausatmung, tauch ab, zurück in die Vorbeuge, langer Rücken, Einatmung, Ausatmung, tauch ab. Setz deine Hände, mach einen Schritt oder einen Hüpfer zurück in ein Brett. Lass dich auch hier noch mal ein bisschen bewegen, vielleicht ausschütteln, die Fersen von links nach rechts wiegeln und dich in dieser Bewegung zurückbewegen, in die Hund, die nach oben schaut. Dein linke Bein ziehst mit der Einatmung hoch, flexisch deine Zehen und lass dich wieder auf- und ab pulsieren. Ziehst dein Knie zu deinem Ellenbogen vor, nach links, schiebst dich zurück in dreibeinige Hund. Pulsiere 2-3 Mal das Bein nur auf und ab oder wieder führen zu deinem linken Ellenbogen, je nachdem wie viel Feuer das rum ist. Schau auch hier, den Kiefer weich zu behalten, zu schnaufen
und dein Knie zurück unter dein Brustbein zu bringen, wo du anfängst auf und ab pulsieren. 2, 3, 4, 5 Mal. Spür deinen unteren Bauch mitlüpfen, die Hände noch tiefer schieben. Mit der Einatmung lüpfst du das Bein zurück in den Himmel. Und machst dann einen riesengroßen Schritt nach vorne zwischen deine Hände. Setzt den Fuß, lässt dir Zeit, die Hüfte ein bisschen sinken, Stabilität zu finden durch das Fundament. Und dann mit der Einatmung dich aufzurichten. Hände nach hinten ziehen, Handflächen zusammen ziehen, aber sich nicht greifen, während das Brustbein immer noch etwas weiter wird. Schau, dass du deine hinteren Fersen über deinem Fußball hast. Löse den Kiefer, vielleicht gerne mal genüsslich. Sink noch ein bisschen in das vordere Knie, lass das hintere mal anbiegen, um noch mehr Länge finden und Kraft. Und mit der Einatmung lüpf deine Arme über vorne hoch. High Lunge. Öffne die Ellenbogen vielleicht auf Schulterhöhe mit einer langen Einatmung. Lüpf das Brustbein noch mal weit. Mit der Ausatmung sink über dein vordere Bein. Arme bleiben lang. Und dann setz deine Hände neben den Fuß, wiegele die fein aus, spüre deine Hüfte, spüre die Länge von Krone bis zum Fersen. Schnuff. Und dann machst du den Schritt mit rechts neben links, sinkst in die Vorbeuge mit einer langen, lösenden Ausatmung. Vielleicht greifst du einen Moment an die Ferse, ziehst den Bauch ganz sanft zu den Oberschenkeln, lösest den Kopf und Nacken. Der Einatmung findest du gerade nein, ist ein langer Rücken. Ausatmung sinkt tief. Einatmung senkt deine Hüften ein bisschen ab, sink in den Stuhl, greif mit den Händen hoch, lass auch das Brustbein mitlüpfen. Und mit der nächsten Einatmung stellst du dich ganz auf, spürst die Fersen noch etwas tiefer schieben, findest vielleicht eine feine Rückbeuge. Und nimmst mit der Ausatmung die Hände vor deine Mitte. Vielleicht spürst du das Zusammenschieben der Handflächen einmal, das Aktivieren wie ganz am Anfang. Spür dich her. Einatmung, zieh die Arme hoch, die Hände hinter deinen Kopf, Ellenbogen weit. Mit der Ausatmung bringst du die Ellenbogen näher neben den Kopf und rollst die Wirbel um Wirbel ab, zurück in eine Vorbeuge. Und danach bewegst du dich. Ein bisschen lässt deine Füße noch mal ganz intuitiv auslaufen, Knie grosszügig biegen. Bringst vielleicht deine Hände hinter deinem Rücken ineinander rein und lässt den Oberkörper einfach mitgehen in diesem Wiegeln, in diesem Ausdrehen, fast ausmassieren. Wenn möglich, bring mal die eine Schulter zu deinem Knie. Lass vielleicht deinen unteren Arm unter deinem Bein durchgreifen, die obere Hand hinten durch. Deine untere Hand fassen, kurze Beine und dann wechseln die Seiten. Oder bleib einen Moment in dieser Position, wo du wohl ist. In dieser Drehung. Wie auch immer die sich für dich anfühlen mag. Löse mit der Einatmung in einen langen Rücken. Mit der Ausatmung lass dich zurücksinken. Setzest deine Hände, machst zwei Schritte oder die Hüpfer zurück ins Brett. Auch halb oder ganz ab, Knie darfst selbstverständlich setzen, find deine Rückbeuge mit der Einatmung und Ausatmung. Dreh dich zurück in die Hund, der nach oben schaut. Lauf deine Füße noch mal ein bisschen aus, beweg die Schnauf durch, verbind dich mit den Händen, besonders mit Daumen und Zeigefinger wieder in die Erde. Spür den Anker, so das Gesäß, deine Sitzbeinhöcker dürfen hochziehen. Lass deinen Kopf bewegen. Schau mal zu den Händen führen, mal zu deinem Bauchnabel. Und löse dann mit der Einatmung den rechten Fuß hoch. Schau zwischen den Händen, Schritt nach vorne. Nimm dir Zeit, um das Fundament aufzubauen. Mit der Einatmung die Hände wieder hochziehen. Vor deine Mitte sinken. Finde die Verbindung zwischen diesen Handflächen, das feine Schieben. Mit der nächsten Ausatmung twistest nach rechts. Setzt deinen linken Ellenbogen an die Aussenseite deinem Knie und schiebst deine Handflächen noch aktiver zusammen. Schau, dass dein Nacken wohl ist. Vielleicht öffnest die Hände einen Moment, richtig hoch und tief.
Lösest dich vorsichtig und kontrolliert zurück Richtung Mitte, richtest dich langsam wieder auf. In aller Ruhe transferierst das Gewicht nach vorne ganz aufs rechte Bein, schieb die Ferse tief, Handpresse zusammen, find deinen dritten Krieger. Und schwing dein Bein dann vor dich an deine Brust, Hände rundherum, sodass du dir im Moment eine grosse Umarmung kannst geben kannst. Und vielleicht bleibst du, verschnaufst einen Moment. Vielleicht fließt du weiter, öffnest deinen linken Arm nach hinten, greifst du dein Knie, dein linke mit der rechten Hand, vielleicht auch deinen grossen Zehen für eine dreite Position, einen Twist. Es ist langsam, bringst die Hände wieder zueinander, schiebst das linke Bein gerade noch einmal in die Länge, flexst die Zehen, vielleicht streckst du die Arme gleichzeitig nach vorne und lässt den linken Fuß vorsichtig landen. Hinter dir öffnest du deine Zehen gerade nach links und deine Arme nach vorne und retour. Zweite Krieger mit der Einatmung, komm in Reverse Warrior, linke Hand leicht auf dem hinteren Bein, rechte zieht hoch, vielleicht bleibst du auch da oder ziehst deinen linken Arm an deine Flanke. Schau, dass du im vorderen Knie gleichmässig gebogen bleibst. Stabil auch hier im Fundament. Und langsam zieht deine rechte Hand weiter vor. Vielleicht setzt du sie auf die Erde oder auf einen Block an der Innenseite von deinem Fuß. Die linke Hand zieht hoch. Auch hier Option zu bleiben. Schnauf, lüpf dein Brustbein oder komm in ein Bein, wo du deine Hände wieder hinter dir zusammenführst. Schau, dass dein hinteren, den linken Fuß tief in die Matte schiebst, das Brustbein aufrollen darf, die Atmung immer noch fliessen kann. Setzt beide Hände an die Innenseite von deinem Fuß ab, wiegelst dich noch mal ein bisschen aus. Vielleicht werden auch diese Bewegungen noch ein bisschen intuitiver, die Hüfte darf rollen. Dein Fuß darf rollen von außen zu Innenkante. Vielleicht setzt du dein hintere Knie für noch ein bisschen mehr Bewegungsspielraum jetzt auch ab. Wechsel die Seite, Kreis richtig, 2-3 Mal. Schnauf durch. Dann langsam richtest du dich so ein, dass du entweder deine zwei Blöcke greifst, um dir langsam ein bisschen aufzuhelfen, oder nimmst die Hände direkt aufs vordere Knie und kommst in eine tiefe Lunge-Position. Anjaneyasana, Option, das hintere Knie anzubiegen, die Füße zu fassen, die Oberschenkel speziell auszudehnen. Ganz liebevoll, schau, dass auch da tief in die Dehnung schnaufst. Nicht forcierst. Die Atmung ruhig kann fliessen. Und als einen Schritt weiter ist die Option, die rechte Arm hoch zu lüpfen. Und vorsichtig zu lösen. Die Hände zurück auf die Erde oder auf die Blöcke oder Bücher zu legen und dich vorsichtig das vordere Bein strecken. Flex deine Zehen, schieb den Fersen tief, lass dich nochmal einschnaufen, das Herz nach vorne ziehen und mit dem langen Rücken langsam zu deinem Bein abtauchen. Vielleicht bleibst du auch da oder pulsierst mit deiner eigenen Atmung ein paar Mal. Wenn du weiter möchtest gehen, der Platz rum ist, schau, ob du dabei mehr und mehr magst ausdehnen, von einem halben Hanuman in einen ganzen zu finden, in einen Split. Schau, dass aber die Länge durch den Rücken, durch die Wirbelsäule nicht verlierst. Genau da, die Zähne müssen nicht zusammenbeissen. Geh nur so weit, wie das heute für dich stimmt. Ein paar Atemzüge, lang und ruhig. Langsam hilfst du zurück auf, find zurück in eine dir stabile Position, wo du die Hände gut neben die Füße setzen kannst, mit oder ohne Blöcke oder Bücher.
Und dann spürst du, wie du vom unteren Bauch, von den Hüften fein anfängst auf und ab pulsieren lässt. Das vordere Knie bleibt bogen, der Rücken bleibt lang. Ein bisschen ausstretchen, ausdehnen. Das müssen nicht grosse Bewegungen sein. Dann klopfst du auch die vordere Fuß ein, zwei Mal, ein bisschen an, Fersen. Oder die Zehenspitze und wagst dann einen Hüpfer, sodass jetzt das linke Bein nach vorne kommt, der rechte Fuß nach hinten und wir schnaufen ein. Ziehen die Arme hoch, in High Lunge. Hände mit der Ausatmung vor deine Mitte. Schau auch da Stabilität zuerst zu finden durch das Fundament, bevor du mit einer Ausatmung jetzt nach links twistest, deinen rechten Ellenbogen an die Aussenseite vom Bein setzt, Hände zueinander schiebst, das Herz richtig Däumen lüpfst, vielleicht öffnest du deine Hände mit einer langen Einatmung. Mit der Ausatmung führst du sie kontrolliert wieder zusammen, lass dich zurückdrehen zur Mitte. Spür deine Mitte, den Bauch aktivieren, die Hände langsam, langsam wieder mehr zusammenschieben, sodass du Balance findest, auf deinem linken Bein in einen dritten Krieger zu kommen. Rechte Zehenspitze sind zurückgeflext und dann ziehst du dein Bein nach vorne hoch, vor deine Brust, umarmst mit deinen beiden Händen, zieh das Knie im Moment nicht zu dir her, linke Ferse schiebt umso tiefer, wenn es gewackelig wird. Auch hier nimm die Freiheit, im Moment zu bleiben. Vielleicht die rechte Arm nach hinten öffnen, ziehen, dein Knie mit der linken Hand zu heben oder gar deinen rechten grossen Zehen, wenn du das Bein magst, nach vorne strecken. Und aus diesem Twist kommst du kontrolliert wieder retour, führst die Hände zueinander, schickst dein Bein nach hinten, die Arme vielleicht einen Moment nach vorne, kontrolliert, biegst dein linke Bein und setzt deinen Fuß nach hinten ab, quer direkt für den zweiten Krieger. Wachst durch deine Fingerspitze in die Länge, schnuff ein, komm in Reversed Warrior. Rechte Hand leicht aufs hintere Bein oder um deine Flanke. Linke Hand zieht hoch, lüpft dein Brustbein der mit dem vorderen Knie. Bleibt bogen. Mit einer langen Einatmung greift die linke Hand vor. Du setzt sie dann ab an die Innenseite von deinem Fuß auf den Block oder auf die Erde. Rechte Hand bleibt hoch. Spreiz die Finger, spürt die Energie fließen, hintere Fuß tief schieben. Optionen da zu bleiben, schnauf ruhig. Oder find in ein Bein, wo die Hände hinter deinem Oberschenkel zueinander bringst, lass fassen. Achte auf die Schultern, roll sie noch fein ein bisschen zurück, lass die öffnen. Und löst dann sachte, sachte deine beiden Hände zurück auf die Erde, an die Innenseite vom Fuß. Wiegele die aus, wieder ganz nach Gefühlen, grosse oder kleine, feine Bewegungen. Mit oder ohne Hüfte, mit oder ohne Rolle vom vorderen Fuß. Das Knie ins Hintere darfst du gerne auch setzen. Die Bewegung noch ein bisschen zu intensivieren. Erinnere dich, einmal mehr an die Kiefer. Dass die in deine Ruhe zurückfinden. Und die Hände auf dein vordere Bein, Option zu bleiben, oder deinen Oberschenkel auf dieser Seite dazu zu nehmen, das hintere Knie zu biegen, die Fuß zu fassen und ganz liebevoll den Fuß Richtung Gesäß zu ziehen. Schau, dass du im Rücken Länge kannst behalten kannst. Die Stabilität durch den vorderen Fuß behältst, vielleicht die vordere Hand anhebst. Langsam wieder löst, kontrolliert, aus der Position herausfindest, dir deine beiden Blöcke schnappst oder mit den Händen auf der Erde schaffst, so wie du Länge kannst behalten im Rücken. Flex deine vorderen Zehen, streck das rechte Bein mehr und mehr, schieb die Ferse tief und langsam lüpfst mit der Einatmung die Oberkörper in die Länge, pulsierst zwei, drei Mal in die Dehnung. Jede halbe Hanuman, bleib dort, wo es dir wohl ist, impulsieren oder lass dich tiefer sinken, indem du deine Beine mehr und mehr streckst,
nichts forcierst, akzeptiere, dass diese Seite sicherlich anders ist als die erste. Ich darf es reinsinken, reingeben, wie das heute in diesem Moment für dich stimmt. Atmung fließend. Beruhigt den Geist. Und lass dich langsam die Hände wieder aufstellen, dich stützen zum Hochkommen. Dich so platzieren, dass die vordere Fuß wieder unter deinem Knie hast, das hintere Bein kannst anheben und den Schritt zurück ins Brett und in die Hund, die nach oben schaut, machen. Lauf die Füße nochmal aus, beweg dich in Wellen, streck dich, wiegeln, pulsier. Dein Gewicht zurück über deine Handflächen in ein höheres Brett mit der Ausatmung. Tauchst halb oder ganz ab. Lass dich mit der Einatmung einen aufschauenden Hund oder Kobra finden. Das Brustbein läuft mit, Schlüsselbeine sind weit. Mit der Ausatmung lass dich dann langsam ganz auf den Bauch absenken, landen. Deine Finger wandern auf die Seite raus. Stell deine Fingerspitze auf der Erde auf und roll deine Schulter jetzt wieder ganz intuitive, grosszügige Bewegungen aus. Kopf darf mitgehen. Schau, dass die Hüfte, Beine gut mit der Erde verbunden behalt ist, während dein Oberkörper das Wiegeln zulässt. Deine Hände setzt sich dann hinten neben deine Hüfte. Handflächen auf die Erde schiebend, heb deinen Oberkörper fein an, vielleicht bleibst du, vielleicht lass deine Füße, deine Beine langsam und bewusst auf- und abpaddeln. Schau, dass die Länge auch hier in den Beinen behalt ist. Und dann langsam aufbewegst, zurück. Lass sinken mit der Hüfte in ein Kind, die Position vom Kind. Nimm dir wieder die Freiheit, da zu bleiben oder in einen kleinen Hund zu kommen, wo du die Hüfte über deine Knie bewegst und die Oberkörper Richtung Erde lässt sinken, Herz Richtung Matte, Arme gestreckt, Hände aktiv. Und vorsichtig hilfst dir aufsitzen, zurück in den Fersensitz, die Zehen nochmal aufgestellt, das öffnet unsere Fussfaszien und dann bringst die Hände hinter deinem Rücken, wie wenn du sie möchtest, ineinander hineinlassen, greifen. Eine über hoch, eine über hinten tief. Und der ganze Witz jetzt ist, dass sich die Hände eben nicht greifen, sondern zueinander ziehen. Lass die obere Hand schweben über der Wirbelsäule, genauso wie die untere mit der Oberseite über der Wirbelsäule schwebt. Öffne die Ellenbogen einmal weit. Löse dich dann, ziehe die Arme vor dir her, linke Ellenbogen in rechte, umwickle den Rest der Arme. Klemm deine Ellenbogen aktiv zusammen, schnuff ein paar Atemzüge tief da rein, besonders in die Rückseite von deinem Oberkörper, vielleicht bleibst du auch da. Oder lass deine Ellenbogen langsam auf die Erde landen, den Rest der Arme öffnen, die Ellenbogen schiebst jetzt tief in die Matte. Spür die Verbindung und senke vielleicht das Gesäß noch mal ein bisschen nach hinten ab. Eine wunderbare Schulteröffnung. Und dann setzt dich auf, ziehst die Arme ein, in die Weite nach hinten, setzt deine Hände hinter dir ab, hebst dein Gesäß ein kleines Stückchen an. Vielleicht auch da Option zu bleiben oder deinen rechten Arm zu lösen. Über den Kopf ziehen, Hüfte weit nach vorne zu schieben. Eine wunderbare Öffnung für die ganze Vorderseite. Und kommst zurück zum Sitz. Nimmst deine linke Hand in einer grossen Bewegung mit der Ausatmung an die Aussenseite vom Oberschenkel in einen Twist. Schau, dass die Länge in deinem Rücken nicht verlierst. Und dann gehen wir langsam in die Gegenseite. Linke Hand greift über oben Richtung Nacken. Zehen stellst du einmal auf. Rechte Hand greift hinten durch und wieder lässt die beiden Hände über die Wirbelsäule schweben. Die Fingerspitzen ziehen zueinander, die Ellenbogen weit auseinander.
Bleib in dieser Aktivität. Auch wenn die Finger greifen könnten, bleib in dem Schweben, bleib in dem Zueinander führen. Schnuff tief. Mit einer langen Einatmung löst die Streckstarme vielleicht einen Moment weit und bringst den Ellenbogen vor dir zusammen, der rechte, kommt das mal in den linken rein, klemm die Ellenbogenspitze gut zusammen, aktiv. Option zu bleiben, vielleicht die Arme noch etwas anzuheben, oder du legst deine Füße ab, legst die Ellenbogen auf die Erde, öffnest den Rest der Arme, während die Ellenbogen aber ganz tief in die Matte schiebst, wieder die Schulteröffnung, das Gesäß vielleicht noch ein bisschen nach hinten runterlassen, lass senken. Mit einem runden Rücken rollst du auf, wenn du tief gekommen bist, setzt du direkt deine rechte Hand hinter dir oder beide Hände und hebst die Hüfte ein bisschen oder ganz grosszügig an, je nachdem, ob du einseitig oder beidseitig gehst. Linke Hand zieht vielleicht über den Kopf in die Länge. Dann setzt dich zurück mit dem Gesäß auf die Ferse, drehst dich mit einer Ausatmung nach links, rechte Hand greift deine Oberschenkel, der linke Oberschenkel, sitzen die Twist ganz sanft. Die hintere Hand stützt fein. Und einen langen Atemzug mit dir im Bauch. Und löst dich dann langsam zurück Richtung Mitte. Lass dich genüsslich nach vorne runter sinken. Moment, Position vom Kind. Vielleicht rundest du auch die Rücken noch einmal oder streckst noch lang. Alternativ komm in Vierfüßler und roll deine Hüften aus, roll deine Wirbelsäule, mobilisiere in alle Richtungen, roll die Schultern nochmal, vielleicht schüttelst du die aus. Auch hier hast du die Option, noch einmal weiterzukommen in Hund, der nach oben schaut. Gleiche Bewegung. Das Hören, das Eintauchen dürfen in das Intuitive, das Vertrauen, dass die Bewegung, die entsteht, richtig ist. Und dann bringst du dich langsam in ein Sitzen. Du musst deine Fußsohlen zueinander. Wenn du hast, greifst du die Block noch einmal oder dein Buch, falls das eine schöne Kante hat. Sonst geht es wunderbar auch ohne Buch. Wenn du mit einem Block arbeitest oder eben mit einer Kante vom Buch, leg dich jetzt unter Übergang von Schädel und Nacken. Und roll dich mit dem Kopf sanft aus, massiere die Partie aus, die Hände legst möglicherweise auf deine Hüftknöchel oder auf deinen unteren Bauch. Schau, dass du deine Hände aber so platzierst, dass sie die Atmung nicht behindert. Die Hüfte aber sanft und liebevoll öffnen, die Knie sind einfach schwer, es braucht auch nicht mehr. Und langsam. Lass dich den Block lösen. Das ist ein Moment der Länge, bis du deine Füße dann aufstellst auf der Erde. Die Knie. Lass dich zusammenkippen, die Füße vielleicht noch etwas breiter nimmst. Spür nachher. Merk wieder zurück in die Ruhe kommst. Deine Knie zu dir an die Brust nimmst. Die Rücken noch mal ein bisschen ausmassierst, indem du dich neue grosse Kreise von links nach rechts bewegst. Und dann setzt du deine Füße zurück auf die Erde, relativ nahe am Gesäß. Löst deinen rechten Fuß, streckt einmal hoch zur Decke, bewegst das Fußgelenk und es locker. Dann leg das Fußgelenk dann über dein linke Bein, über dein linke Knie. Option da zu bleiben. Vielleicht deinen linken Oberschenkel mit deinen beiden Händen zu greifen und ein bisschen näher zu dir herzuziehen, dass der Fuß sich löst. Oder du lässt dich auf deine linke Seite übersinken. Fuß der rechte landen auf der Erde. In einen Twist.
Der Blick geht nach rechts. Wenn du noch ein Stückchen tiefer möchtest, schieb das rechte Knie, die Kniescheibe höher zur Decke weg. Der Fuß bleibt aber verankert. Deine linke Hand greift vielleicht das Fußgelenk. Als Halt. Und vorsichtig zurück mittig. Das Fußgelenk bleibt noch einen Moment über deinem Oberschenkel. Lass deine Hüften anheben. Löse dann langsam die Hände entweder an deine Hüfte oder palze sie gut auf der Erde, während der rechte Fuß noch mal hochzieht. Streck den zur Decke aus. In einer Brücke, wo du auch die Fersen noch mal ein bisschen kannst anheben. Die Hände möglicherweise ineinander rein. Lecken, tief zu der Matte schieben oder eben, du hebst deine Hüfte. Schnauf, schau, ob das Gewicht noch etwas mehr die Füße abgeben kann, besonders in der rechten und dann den linken direkt zum Himmel strecken, das Fußgelenk kreisen, lösen. Und die Hüfte ablecken, wenn du den linken Fuß über dein rechte Bein legst und dann da wieder die Variante wählst, die dir wohl ist, vielleicht bleibst, umfassest deinen rechten Oberschenkel mit beiden Händen, löst den Fuß und ziehst die Beine ein bisschen näher zu dir her. Oder du kommst in Verbindung mit dem Twist, setzt den linken Fuß auf die Erde ab, greifst mit der rechten Hand dein Fußgelenk und schiebst die linke Kniescheibe, je nachdem, ein feines bisschen höher, Richtung Decke. Lenk deine Atmung. Bleib bewusst im Körper. Löse vorsichtig. Lüpf den linken Fuß, nein, ist hoch. Und setze deine Füße zurück auf die Erde ab. Bewegst vielleicht deine Wirbelsäule noch mal ein bisschen. Bewegst vielleicht deine Beine. Und streckst dich nach deinem Nahen aus. Ganz bewusst in die Länge. Option, den Kopf noch mal ein bisschen anzuheben, Nacken in die Länge zu ziehen, richte ein für die Schlussentspannung. So wie dir das am wohlsten ist, wie du kannst loslassen. Wie das Vertrauen. Die nächsten Momente reinsinken. Das Vertrauen, dass du gehabt bist. Das Vertrauen, dass alles darf nachher wirken. Jetzt ganz ruhig, den Moment. Ganz bei dir. Du darfst eintauchen.
Ein paar langgezogene Atemzüge, sachte. Beweg die äußersten Ecken vom Körper. Nimm so viel Zeit, wie es braucht. Streck die ganze Zeit Länge, vielleicht gähnst. Vielleicht gibt es eine Bewegung, die du noch wünschst. Wieder auftauchen. Vielleicht rollst du auf die eine Körperhälfte in eine Fötusposition, schenkst dir einen Moment da. Bevor du mit deinen Händen hilfst, aufsitzen in dir bequeme Position. Deine Hände auf deine Beine platzierst oder vor deine Mitte nimmst, vor dein Herz. Danke dich bei dir selber für alles, was entstanden ist, für alles, was ist, für deine Atmung, fürs Zulassen von der Intuition.